Herzlich willkommen zum ökumenischen Gottesdienst am nächsten Sonntag, am 21. März um 11 Uhr in der Kirche Bruder Klaus beim Burgernziel. Wir bitten Sie auch, sich anzumelden über die üblichen Kanäle von Bruder Klaus. Wir werden uns gemeinsam Gedanken machen über den Regenbogen und über das, was dem Noah verheißen worden ist. Denn längst sind es mehr als 40 Tage, dass Tote und Kranke gezählt werden. Abgeschottet, eingesperrt, fremdbestimmt sind wir alle. 40 Tage sitzt Noah mit Tieren und Menschen im Schiff. 40 Tage meditiert der Mose in der Wolke auf dem Berg und entdeckt das Wort der Freiheit. 40 Tage dauert Quarantäne, doch nach 40 Tagen gibt es neue Freiheit. Nach 40 Tagen kommt die Freude am Wein. Jetzt erst recht. Freude, Freiheit, Frohsinn. Du, lass dich nicht verhärten in dieser harten Zeit. So sang einst Wolf Biermann. Und ich kann dieses Lied nicht vergessen, gerade auch in dieser Zeit. Daneben aber ist jener andere Spruch für mich ganz wichtig geworden, der am Ende der Noah-Geschichte im ersten Buch Mose steht. Solange die Erde steht, soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Und über dem steht der Regenbogen der Verheißung, dass nie wieder die Sintflut kommen wird. Darauf hoffen wir, darauf vertrauen wir, und das wird uns auch am kommenden Sonntag begleiten. Ich freue mich, wenn Sie sich Zeit nehmen, um 11 Uhr zu uns zu kommen.